herzlich willkommen. Vielen Dank, Oberhausen, dass wir hier sein dürfen mit dem ersten live und öffentlichen Podcast Dora Held trifft. Ich glaube, ich will es nur noch vor Publikum. Es ist so schön. Und nicht nur, weil ich hier die Liebste des Ruhrgebiets bin, sondern natürlich auch mein Gast Max Muske ist da und alle freuen sich wie blöd und ich auch. Und herzlich willkommen bei mir und in diesem Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein Bücherpodcast nach wie vor, seit fast 4 Jahren. Und deswegen warte ich immer drauf. Nee, es macht doch nichts, aber das ist, es schadet auch nichts. Aber deswegen warte ich immer, sobald jemand, den ich ohnehin mag, aber bei dem ich denke, okay, er hat mein Hörbuch eingesprochen, aber das, vielleicht reicht das auch schon. Und deswegen war ich ganz begeistert, weil du bist wirklich eine meiner liebsten Stimmen. Seit 20 Jahren folge ich dir. Vielen Dank. Ich habe sogar die Auswahl damals auf Sat.1 Pro 7 angeguckt und so. Und meine Mutter und ich haben für dich ganz oft angerufen. Oh. Istanbul hast du auch ein bisschen meiner Mutter und mir zu verdanken. Nur, ganz hundertprozentig. Vielen Dank. Dankeschön. Also seitdem bist du in meinem Ohr. Und als ich dann gesehen habe, dass du jetzt dein erstes erwachsenes Buch geschrieben hast, eben so viel mehr bei Fischer erschienen, gestern, ganz neu, habe ich gedacht, so, Muske schreibt, Muske gehört in einem Bücherpodcast. Ich lade den Mann ein. Und zu meiner Überraschung hast du wirklich sofort zugesagt. Also das ging relativ zügig. Ja, aber das ist ja logisch, weil wenn Dora Held fragt, ob man einen Bücherpodcast kommt, dann ist es das Erste, was man, dann wäre man bescheuert, das nicht zu tun. Außerdem ist es auch mein erster Bücherpodcast. Also ich bin selber so dankbar, dass du mich eingeladen hast. Ich finde, für mich ist das totale Ehre. Und das sage ich nicht nur so, das sage ich auch so. Na. Das ist wirklich so, wirklich. Oberhausen freut sich mit. Ich bin geschmeichelt, ich danke dir, aber ich freue mich doller, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben, so viel mehr. Ich habe es gelesen und habe gedacht, das ist ein sehr, sehr guter Titel, weil ich habe nochmal, wie gesagt, ich begleite dich 20 Jahre im Ohr, aber so ein bisschen über dich nachgelesen. Der liebe Gott war sehr großzügig bei der Vergabe von Talenten, als er Max Muske erschuf, habe ich gedacht. Es ist nicht nur so, dass du wirklich einer der besten Interpreten dieser Republik bist. Du hast alles an Preisen abgeräumt, viele Preise abgeräumt. Du machst Soul, du machst Pop, du machst Deutsch, du machst Jazz, du kannst alles. Hast eine unglaubliche Bandbreite, bist irrsinnig fleißig, machst viele Konzerte mit Orchester, mit Simon Ausländer, mit allen möglichen Leuten, immer Erfolg. Du hast Fernsehformate gemacht. Man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Wenn man dich trifft, bist du extrem entspannt, nie gestresst. Der Mann hat vor der Aufzeichnung noch seine Hose gebügelt. Während ich sie anhatte. Nein, also, aber mein Oberteil, ich habe so einen Steamer, das kann ich nur empfehlen, wenn jemand viel reisen muss. So einen Steamer, so einen transportablen Steamer, den man mitnehmen kann. Ich dachte immer, richtige Stars haben so eine Garderobiere, die hinterherläuft und sagt, Herr Muske, ihr Hemd. Aber du machst das alles selber. Scheiße, ich mache irgendwas falsch in dem Fall. Nee, ich mache es sehr gerne selber. Ich finde, das ist nämlich auch ein Ritual, muss ich an der Stelle sagen. Dass man vor dem Auftritt bügelt. Ja, vor dem Auftritt zu bügeln und das, also für mich zumindest, weil es mich immer so wieder so ein bisschen so runterholt, weißt du, vor dem, was gleich losgeht. Du hast ja keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ja. Hättest du mal meine Sachen auch gebügelt, dann wärst du ja viel entspannter. Du hast ein Buch geschrieben, was eine Autobiografie ist. Du beschreibst dein Leben, man versteht nach dem Lesen dieses Buches, warum du so entspannt bist. Das ging mir so, weil ich habe mich wirklich immer gewundert mit deiner Prominenz und auch mit deiner Art zu leben, mit dieser, man stellt sich ja, deine Kinder dachten, du wohnst im Flughafen, man stellt sich dich ja nur auf Tour vor, weil du ständig auftrittst, du machst auch so Sachen wie bei der Heute-Show, den Jahresrückblick, was ich immer sehr liebe. Also man sieht dich überall und trotzdem trifft man dich und du bist so, meine Mutter würde sagen, ach Gott, der ist ja so normal. Du hast 5 Kinder, vielleicht halten die dich normal. Du hast pendelst zwischen Stadt und Land, bist viel im Schwarzwald. Du bist in einer Bullabü-Kindheit aufgewachsen, was du auch beschreibst. Damit fangen wir mal an. Du bist mit 5 Geschwistern groß geworden. Ihr seid in einem Pfarrhaus aufgewachsen und deine Eltern haben dich ziemlich viel machen lassen. Also Schule war nix, Pünktlichkeit war nix, Ausbildung, boah, keine Ahnung, mal gucken. Du warst ein bisschen Spätstarter. Ehrt es so eine Kindheit ein fürs Leben? Hat man dann immer diese Grundwerte, die man da mal vorgelebt, beigebracht, gelernt hat?
Also das ist eine gute Frage. Also erstmal ist man eh das Resultat aus den vielen Ereignissen, die einen prägen, sowohl in der Kindheit als auch jetzt im Leben. Aber ich habe auch festgestellt, ich hatte es lustigerweise mit einem Freund von mir letztens davon, dass die Leute in der Klasse, die so ganz folgsam waren und die so ganz ins System gepasst haben und enorm gelernt haben und wahnsinnig gute Noten und die Lieblinge von den Lehrern waren, dass deren Leben am Ende, was heißt am Ende, ich kenne ja ein paar Leute, ich war in vielen Schulen und viele Leute, die so saugut waren, die machen so Berufe, wo ich denke, wow, zum Glück muss ich das nicht machen. Also wo ich denke, boah, dafür warst du so folgsam, dass du jetzt da an dieser Stelle sitzt. Oh Gott, um Gottes Willen, du armer Mensch. Das ist jetzt sehr überheblich. Aber ich habe immer festgestellt, dass Leute bei uns in der Klasse, in der Schule, in der Familie, die so sehr aus der Reihe getanzt haben, oft die Chaoten in der Klasse, die abgefahrensten Sachen später machen. Bei Klassentreffen fragt man sich immer, ey, was macht eigentlich der Markus, der früher immer nur durchgedreht ist? Und dann sieht man, ach cool, der ist jetzt Schauspieler geworden oder so. Also ich will sagen, ich glaube, dass dieses Wesen, was ich leben durfte und vor allem eben frei leben durfte, weil ich die große Unterstützung meiner Eltern hatte und dieses endlose Vertrauen, das wird schon alles cool, was du machst. Mach es einfach mit Leidenschaft. Ich glaube, dass das überhaupt die Basis dessen ist, dass ich jetzt bei dir sitzen darf und das eben machen kann. Also ja, natürlich, klar, spielt die Kindheit eine immense Rolle zu dem, was ich heute mache. Und vielleicht abschließend, der Musiker, der Beruf Musiker zu sein, ist ja etwas, was im Schwarzwald jetzt nicht so alltäglich ist. Und da sagt man, du kannst schon Musik machen, aber lern doch was rechts. Und so wird es auch bei Fußball, ist es ja vielleicht gut vergleichbar. Es gibt über 3 Millionen Menschen in Deutschland, die Fußball spielen. Aber nur eine Handvoll davon kann es wirklich beruflich machen. Und davon nur eine Handvoll verdient wirklich richtig Geld damit. Und in der Musik, im Schwarzwald wird es genauso gesehen. Das wird als totale brotlose Arbeit gesehen. Und eben dann ein Elternhaus zu haben, was sagt, mach Musik, weil das ist wirklich dein Talent und mach was draus. Das ist natürlich, bin ich unglaublich dankbar, dass ich diese Entfaltungsmöglichkeit hatte. Du hast mal irgendwann gesagt, ich habe mich entschieden, mich nicht entscheiden zu müssen. Und hast ja auch sehr viel rumprobiert und warst ja auch sehr mutig. Du hast die Schule eben nicht so richtig gut gemacht und bist auch relativ nach dem Hauptschulabschluss abgegangen. Du hast dann aber noch eine Jazz- und Rockschule in Freiburg besucht, hast das schon ernsthaft versucht, hast aber nebenbei, und das meine ich mit der liebe Gott, hat dir viele Talente gegeben. Du kannst auch schreinern und du kannst auch schweißen und du hast in der Schlosserei gearbeitet, du bist auch noch so ein Handwerker. Ne? Das war sogar ganz lange mein, weil ich nicht wusste, weil du es eben sagtest, ich habe mit 16 mit der Schule erstmal aufgehört, ich habe es ja später wieder angefangen und mit Hauptschulabschluss Schlagzeug studiert und dann gedacht, wow, Hauptschüler und Schlagzeuger, was für eine seltsame Kombination. Um später auch, wenn eben das Schlagzeugspielen vielleicht nicht mehr das ist, was es für mich als Hobbymusiker war, dann später zu sagen, wenn ich aufhören will, damit muss ich mich ja irgendwie anders entfalten können. Und das habe ich eben gleich gemerkt mit 16, das kann ich aber mit dem Hauptschulabschluss nicht machen. Und dann bin ich ja mit 18 wieder auf die Schule. Aber in der Zeit, als ich noch nicht wusste, ob es bei Realschule dann vielleicht bleibt oder vielleicht zum Abitur kommt, da habe ich ganz oft über verschiedene Berufe nachgedacht und Handwerk war ganz klar ein ganz prominenter Platz in meiner Berufswunschwahl. Und das, ob mit Holz oder mit Eisen, das war eigentlich egal, weil ich alles immer so gemacht habe als Jugendlicher. Machst du das heute noch? Einen IKEA-Schrank irgendwie packst in 2 Stunden? Kriegst du es noch hin? Ich würde keinen IKEA-Schrank kaufen, aber nicht einfach nur, weil er auseinanderbricht, wenn ich ihn zusammenbaue. Das ist das Ding. Ich baue sie selber. Ich baue meine Möbel tatsächlich selber und sehen dementsprechend auch aus, muss man sagen. Also ich würde, wenn ich eine Firma hätte, würde ich sie Augenmaß nennen, glaube ich, weil ich das alles so halbwegs hinkriege. Und es funktioniert, aber sie funktionieren, sie halten und sie sehen immer sehr individuell aus, um es positiv auszudrücken. Ja, als Firma würde es heißen ein Unikat. Unikat, das würde sehr, sehr teuer werden. Also auch das kannst du doch. Du hast während des Abis mitgemacht, ich weiß gar nicht, hast du dich da selber angemeldet oder war das ein Freund bei diesem Casting zum ESC? Dazu muss ich sagen, Castingshow gab es zu der Zeit schon, ja. Aber das waren alles Shows, Schlimme. Die mich total angewidert haben, weil ich fand, wie die mit den Menschen dort umgegangen sind, das war mehr als zweifelhaft. Also ich glaube, ich war nie die hellste Kerze auf der Torte, aber das habe ich selbst begriffen, dass der Umgang mit den Menschen und was daraus wurde, einfach schrecklich war. Und das ist auch der Grund, warum Castingshows in Deutschland sehr, sehr schlechten Ruf hatten über
15 Jahre oder so. Und dann brauchte es eine neue Castingshow. Aber ich war so anti-Casting, wurde aber von meinem Umfeld so oft angesprochen, du musst einfach mitmachen, du musst nicht gewinnen, aber die Leute müssen doch checken, dass es dich gibt. Das hat aber bei mir nicht gezogen, weil ich eben, wie gesagt, diese Shows nicht toll fand. Und ein Freund von mir hat mich einfach auf den Arm genommen, also hat mich verarscht, sprichwörtlich, und ich hab dann, bin darauf reingefallen und habe nur deshalb mitgemacht, weil er gesagt hätte, er hätte mich da angemeldet und wenn ich jetzt nicht käme, dann würde er in Regress gezogen werden und müsste bezahlen. Und ich war so, wie konntest du nur? Und es war aber auch die Castingshow von Stefan Raab, es war seine allererste, die er gemacht hat. Und das Argument, dass er für viel Geld jeden Tag irgendwie eine teure Band im Studio hat, das war schon ein Argument für mich als Musiker, wo ich dachte, stimmt, der hat ein anderes Augenmerk auf Musik. Und dann ging alles von heute auf morgen. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, weil Sie sollen das Buch ja lesen, wo es auch wirklich sehr ausführlich und auch mit internen Dingen eine schöne Strecke in diesem Buch erzählt wird. Du hast das Ding relativ klar, Mutti und ich haben geguckt, relativ klar warst du der Favorit. Also wir waren uns schon von deinem ersten Auftritt an war uns schon klar, dass du das gewinnst, dass du die im Sack hattest. Und zu unserer großen Zufriedenheit, meine Mutter und ich gucken, seit ich 12 bin, ESC zusammen und auch die Vorbereitung darauf. Wir waren also hochzufrieden und du hast ja dann auch diesen 8. Platz in Istanbul belegt. Du hast in der Zeit das aber nur machen können, weil du einen sehr guten oder einen sehr verständnisvollen Lehrer hattest, weil du mitten im Abitur gesagt hast, ja, ich muss jetzt mal eben zum ESC oder hier so eine Castingshow machen, mitten in dieser Abiturzeit. Und er hat dir dann erlaubt, oder? Der wollte mich von der Schule schmeißen, sagen wir mal so. Und dann, weil ich nicht mehr schulpflichtig war. Ich war ja schon, ich bin 23. mit 18 wieder zurück auf die Schule und habe das Abi mit 23 gemacht. Was Stefan Raab in der ersten Folge folgerte, dann bist du ja mindestens 6-mal sitzen geblieben. Nee, bin ich tatsächlich, bin nie sitzen geblieben. Ich habe einfach nur sehr viele Rechts-Links-Umwege gemacht, bis ich dann da ankam. Aber mein Lehrer hatte mir eben gesagt, du warst jetzt einfach unentschuldet warst du nicht in der Schule? Und eigentlich könnte ich dich jetzt rausschmeißen, aber ich habe ja das Abitur unbedingt angestrebt und habe ihm wirklich ernsthaft versichert, wenn er möchte, dass ich mit dieser Karriere sozusagen, dass ich mich entscheiden muss zwischen Abitur und diesem Karriere, von der man nicht wusste, was damit ja, passiert, ne? Habe ich gesagt, werde ich sofort in Köln anrufen und sage, ich komme nicht mehr, weil das Abitur ist mir wichtiger, weil ich immer dachte, selbst wenn ich da gewinnen würde, was ich mich nicht getraut habe zu denken, weil dann der Druck so groß war, aber ich dachte, selbst wenn das passieren würde, dann bin ich mir sicher, dann hält das 1-2 Jahre und dann muss ich eh etwas anderes machen, weil das ist so ein Hype und dann geht der wieder weg. Mhm. Dass ich nach 20 Jahren jetzt hier bei dir sitzen darf, damit hätte ich wirklich nie gerechnet und deswegen war mir das Abi wichtiger als die Karriere. Das ist kein Witz und das hat der Direktor gemerkt und dann hat er aber gleichzeitig gesagt, okay, warte mal, wenn dir das so wichtig ist, dann will ich dir aber deiner Karriere auch nicht im Weg stehen, dann machen wir einen Deal. Du gehst so oft du willst, unentschuldet bist du quasi freigestellt fürs Rest bis zum Abitur. Aber wenn ich sehe, dass deine Noten nachlassen, dann fliegst du sofort raus. Und das war ein Druck, der hat wirklich Spaß gemacht, weil man die ganzen Texte auswendig lernen musste für die Castingshow und gleichzeitig Backstage-Mathe lernen und all das, was halt gefragt war. Und es hat dann zum Glück funktioniert. Du hast es alles geschafft, du hast das Abitur geschafft, du hast diesen Wettbewerb abgeräumt, diese Castingshow, du hast den 8. Platz gemacht. Da weint man heute noch, weil es danach dann einmal noch gut und danach immer schlechter wurde. Ich gucke ihn immer noch. Aber lustig, die Leute sagen immer, ein respektabler 8. Platz. Und ich finde, respektable klingt schon so, tut mir leid, ist halt nur der 8. Und so habe ich es auch gefühlt. Ich war ja wochenlang gewohnt, zu gewinnen. Mhm. Ganz blödes Gefühl, weil man denkt, ja, das räume ich alles ab. Und der Berliner Vorentscheid war ja noch dazwischen. Der war ja noch viel mächtiger, weil man gegen etablierte Acts angetreten ist. Und das habe ich so haushoch gewonnen mit 92% aller Anrufer, die für mich angerufen hatten, dass ich... Ja, ihr zwei. Das waren die 2% von den 90 noch. Ja. Und da meinte ich nur, dann bin ich da hingefahren und dachte, das werden wir auch gewinnen. Oder in den ersten 3 landen. Da war der 8. Platz. So blöd es klingt, eine richtige Enttäuschung. Ich wollte mit dem Grand Prix nie wieder etwas zu tun haben. Das lasse ich jetzt weg, weil das kommt im Buch. Er hat es natürlich nicht eingehalten. Er hat sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Da kommen wir später zu. Ich versuche jetzt mal eine elegante Überleitung, die mir oftmals schwerfällt, die paar, die diesen Podcast kennen, ne? wissen, dass ich immer versuche, eine elegante Überleitung zu den Buchtipps zu machen. Ich finde es aber gar nicht so schwer heute. Andersrum, wir sind ja hier, du bist ja hier bei mir und ich hätte dich immer eingeladen, aber jetzt durfte ich dich einladen wegen dieses Buches, dieses wunderbaren. Es ist jetzt
kommt bei dir alles doppelt. Dein Buch erscheint, du machst auch Lesungen, musikalische Lesungen auch, und du gehst aber auch auf Tournee. XX heißt dein neues Album. Das kommt morgen raus. Das kommt morgen, das ballert sich jetzt alles hier zusammen. X für das 10. Album und XX für 20 Jahre Bühne, Max Mutzke. Und deswegen freue ich mich so, dass du jetzt hier nochmal zwischendurch die Kurve machst. Ist es was anderes? Oder andersrum, ist die Aufregung, ist die Aufregung größer beim neuen Album oder größer bei diesem Buch? Das ist eine gute Frage. An zwei Tagen also ich muss dazu sagen, ich hasse VÖ-Termine. Also VÖ steht für Veröffentlichungstermine, weil sie das, was man gemacht hat, immer in plötzlich kriegt das eine Wertung. Also bei allen Liedern, die ich schreibe, bei den Alben, die wir produzieren, bei dem Buch, das ich geschrieben habe, beim Kinderbuch ist es immer so, die Leute, die vorab in den Genuss kommen, das zu hören, zu lesen, sind immer ganz angetan, weil es ist noch nicht veröffentlicht. Mhm. Und sobald es veröffentlicht wird, gibt es ganz ekelhafte Zahlen. Mhm. Wie wenig hat sich's verkauft? Wie schlecht oder gut ist es in der Rangliste aufgetaucht und so weiter? Und dann verliert es seine Unschuld. Deswegen mag ich VÖ nicht. Ich finde die Zeit vor der VÖ viel schöner. Wenn alle davon schwärmen, ohne im Kopf zu haben, war aber kein Bestseller, ne? Ja, war da auch nicht so geil. Aber das ist jetzt ja insofern Quatsch, als wenn das jetzt, also wenn du das konsequent wärst, würdest du sagen, ich habe ein Buch geschrieben, das sieht so aus, hier steht eins, aber die anderen erscheinen gar nicht. Ja, das wäre konsequent. Nie. Oder vielleicht irgendwann. Aber jetzt sitze ich hier und rede mich im Kopf und Kragen und will die Leute animieren, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Es ist gut, dass es da ist. Dankeschön. Ist es hier mit dem Album, ist es da für dich leichter? Weil das Gleiche ist immer. Weil ich bin in meiner Karriere, das ist ja das Schöne, dass die Leute alle denken, ich bin sehr erfolgreich. Und das denken die, das freut mich. Aber in vielen Punkten ist es gar nicht der Fall. Also man denkt immer, wow, der Max, den seit 20 Jahren. Und ich würde auch sagen, es gibt einen gewissen Erfolg, den ich habe. Und das ist vielleicht auch, diese 20 Jahre bestätigen den ja auch. Es ist mein Live-Geschäft. Da bin ich der König. Mhm. Und das kann mir auch keiner nehmen. Das Gefühl, dass ich live einfach der Beste bist. Genau. Dass mir da keiner das Wasser reichen kann. Mhm. Also es gibt super viele Leute, die wahnsinnig gut sind, mit denen ich unglaublich gerne auf der Bühne stehe. Aber ich sage mir immer, da macht mir keiner was vor. Aber bei all den anderen Sachen, die auch den Erfolg messen, eben wie Verkäufe und Chartplatzierung, bin ich erstaunlich unerfolgreich. Und das ist aber schön, dass ich das überblende mit den Live-Konzerten. Also die Leute haben das Gefühl, der muss ja ein Topseller sein. Das bin ich aber eigentlich ganz selten. Gibt Ausnahmen, gibt Momente, wo das super läuft. Aber im Groben würde ich sagen, gibt es sehr, sehr, sehr viel erfolgreichere Leute als mich. Es ist ja ähnlich bei Autoren. Es gibt viele Autoren, die wirklich wahnsinnig geliebt werden und durch die Republik fahren und eine Lesung nach der anderen machen, öffentlich großartig sind, aber deren Bücher sich eigentlich gar nicht so verkaufen. Wir reden aber heute natürlich nur über Bücher, die sich verkaufen. Und das unter anderem reden wir auch über andere Bücher, die sich verkaufen. Mit meinem lieblingsliterarischen Nerd. Florian Valerius ist Buchhändler aus Trier, hat in der Corona-Zeit eigentlich den ersten, nicht eigentlich, das Quatsch, ein Füllwort, völlig überflüssig in diesem Satz, hat einen Blog gemacht in der Corona-Zeit, als die Läden leer waren, und hat Leuten erzählt, was sie lesen sollten, mit einem Riesenerfolg. Und ist mein liebster Stichwortgeber bei den Buchtipps. Und ich freue mich, Florian Valerius bei mir. Ich habe damals auch angerufen, mehrere Male. Oh, danke schön. Meine ganze Familie ist immer so ein bisschen, wenn ich so kulturelle Dinge mache, sind die immer so, ja, macht er. Er macht viele kulturelle Dinge, er moderiert viele Autoren. Und heute Morgen rief mein Vater zufällig an, als ich in Koblenz am Hauptbahnhof saß und auf meinen Anschluss gewartet habe. Wo fährst du hin? Ich so, nach Essen. Und dann wusste ich, wenn ich jetzt den Namen nenne, dann sagte ich zu Mats Mutzke, und mein Vater so, oh, der ist toll. Der ist toll. Grüß den bitte. Das ist ich stelle erstmal hier. Und sag, du musst Grüße zurücksagen. Das richtig aus. Wir haben Fotos gemacht für Fatih. So, wir reden ein bisschen über Bücher. Auch über deins. Und wir reden aber gleich noch weiter über einige Aspekte aus deinem Leben. Ich will immer nur so anteasern, weil ich ja möchte, dass sie dieses Buch kaufen. Du bist auch ein Leser. Ich nehme an, dass du ein Leser bist, weil du auch wunderbare Texte, du schreibst deine Texte selbst. Jemand, der solche Texte schreibt, hat auch ein Gespür für Sprache, nicht nur für Musik, sondern auch für Sprache. Gibt es ein Buch, was du in der letzten Zeit gelesen hast, was du sagst? Steinpilz für die Ewigkeit. Ach.
Hast du schon gelesen? Johannes Ringelstädter. Auch der wird mein Gast in diesem Podcast. Wir grüßen ihn an dieser Stelle. Unbedingt. Also er ist ein ganz lieber Freund von mir. Ich habe großen Respekt vor diesem Mann und von seiner Vielfältigkeit und vor allem, wie er schreibt. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, oh Gott, wie schön dieser Mann schreiben kann. Und wir haben uns versprochen, wir sind jetzt demnächst bei 3 nach 9 bei einer großen Sendung zusammen. Und er hat mich angerufen und gesagt, Max, du bringst auch ein Buch raus. Ich schicke dir meins, du schickst mir deins und wir lesen es. Dass wir, wenn wir in der Show sitzen, über das Buch des anderen sprechen können. Und deswegen, ich bin fast fertig, noch 30 Seiten, dann habe ich es. Ich habe angefangen, ich finde es wunderbar. Es ist ein trauriges Buch, es geht um den Tod seines Vaters, aber er schreibt es wunderbar. Musiker, viel zu wenig bekannt außerhalb Bayerns, was eigentlich überhaupt nicht mehr geht. Deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Wir bringen ihn jetzt mal durch im Norden Schön. Und in der Mitte. Wir reden über Max Muske und sein Leben und du stellst ein Buch vor. Die Rubrik heißt Schlaflose Nächte, das haben wir jedes Mal. Ich habe das sehr, sehr gerne, dass man ein Buch findet, was man, ich lese im Moment in dieser Krisenzeit immer abends im Bett, grundsätzlich. Ich schlafe nicht mehr mit Markus Lanz im Kopf ein. Das kann ich nicht aushalten. Ich schlafe nicht mehr mit Markus Lanz, dachte ich. Und dann ist das jetzt zu Ende. So entstehen Gerüchte. Auch das nicht. Auch was nicht. Auch das mache ich mehr. Nicht mehr. Auch das mache ich nicht mehr. Nein, und ich will abends mit anderen Gedanken einschlafen und habe tatsächlich immer so Bücher, die ich brauche, die mich manchmal auch so bis 2 in eine Verzückung treiben. Und Florian Valerius hat meistens, mittlerweile kennen wir uns ganz gut und er findet auch für mich immer solche Bücher. Wir weinen beide gerne. Also ich beim Chor und du beim Lesen und auch beim Chor, glaube ich. Deine Brille war beschlagen, ich habe es gesehen. Erzähl mal, sag mir mal ein schönes Buch, was Max, weil du ja so viel Zeit hast im Moment, weil du ja dann auch viele... Bitte. Also Sie müssen wissen, die Dora und ich machen das mittlerweile wirklich oft. Ja. Es kommt dann immer so einen Tag vorher, kriege ich eine Nachricht. Lieber Florian, hast du morgen Zeit? Weil ich habe vergessen, dass wir wieder einen neuen Podcast haben. Ich sage dann meiner Chefin, du, ich muss morgen 15 Uhr Feierabend machen, weil die Dora ruft nach mir. Und dann liebe ich es, mich vor mein Bücherregal zu stellen. Und meine Blicke schweifen und so. Und dann frage ich mich, womit könnte ich sowohl die Dora, mit der ich mich echt literarisch gut verstehe, als auch die ZuhörerInnen vom Podcast begeistern. Und ich habe ein ganz besonderes Buch dabei und dieses Buch muss ich mit einem Geständnis quasi hier beginnen. Ich weiß nicht, also erstmal, das Buch ist Das größte Rätsel aller Zeiten von Samuel Burr. Ich habe gehört, die Bücher, die ich empfehle, liegen heute Abend auch auf diesem Tisch. Also fühlen Sie sich frei, die nachher auch zu kaufen. Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe eine Todsünde begangen, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe mit einem Stift in diesem Buch herumgeschrieben, weil es befindet sich ein Kreuzworträtsel in diesem Buch. Oh. Und es befinden sich Labyrinthrätsel in diesem Buch. Und man wird, also normalerweise, wie gesagt, mache ich das nicht, aber ich habe einen Stift zur Hand genommen, habe versucht, diese Rätsel zu lösen, weil der Hauptschauplatz dieses Buches ist die Gemeinschaft der Rätselmacher, die von einer Pippa gegründet worden ist, die eine ganz berühmte Rätselmacherin in den 70er Jahren in England war. Und das größte Rätsel aller Zeiten jedoch nicht ist kein Kreuzworträtsel, kein Rebus, kein Wortverdreherding, sondern es ist die Herkunft des jungen Claytons, weil der wird eines Nachts vor dieser Gemeinschaft als Findelkind abgelegt und sein Leben lang sucht er nach seinen Eltern. Und als seine Mentorin Pippa irgendwann stirbt, hinterlässt sie ihm kleine Rätsel, die ihn dazu bringen, die Gemeinschaft zu verlassen, die Tür zu öffnen und Leben hineinzulassen. Und dieses Buch steckt so voller skurrilen Menschen. Es ist so liebevoll und empathisch. Und es geht darum, was es bedeutet, seinen Platz im Leben zu finden, in Gemeinschaft zu leben, in Gemeinschaft älter zu werden, sich umeinander zu kümmern. Und das hat mich schon sehr berührt. Und die ein oder andere Träne habe ich da schon vergossen bei. Und es hat natürlich ein Happy End. Das darf ich, glaube ich, verraten. Sonst würde ich es Ihnen heute nicht empfehlen. Rätselst du mit deinen Kindern? Ich bin unglaublich hohl bei Kreuzworträtseln. Mir fallen nie die Synonyme ein, für die gesucht werden. Und dann kommt jemand und sagt einfach, ja, es heißt doch bla bla bla. Und ich denke, oh Gott, wie konnte mir dieses Wort nicht einfallen? Deswegen hasse ich mich bei Kreuzworträtseln und mache sie nicht mehr. Ich aber verliere den Respekt vor mir selbst. Es wird alles in den Rätseln aufgelöst. Also selbst wenn du nicht gerne Kreuzworträtsel persönlich machst, kann man es aber es klingt wahnsinnig schön. Dieser Buchtipp klingt total schön. Ich würde tatsächlich noch einen zweiten Buchtipp machen, weil dann bekomme ich wieder so eine unfassbar elegante Überleitung, glaube ich. Also dieses, mit das? Diesem, ja. Sehr gerne. Ja. Jetzt kommt das Buch, wo ich auch geweint habe.
Sie werden gleich am Tisch sehen, dass hier sind 800 Seiten Schinken. Den schafft man nicht in einer Nacht, aber ich glaube, ich habe ihn an zwei Tagen geschafft. What? Claire Lombardo, genauso wie es immer war im DTV-Verlag. Das ist jetzt für die Herbsttage so ein richtig genialer Schmöker, da können Sie so richtig drin aufgehen. Es geht um Julia, die ist so in ihren besten Jahren, hat so zwei Teenager-Kinder, eins davon wird schon bald zum Studieren in die Welt ziehen. Und die steht im Supermarkt und trifft dort eine alte Freundin. Und diese Begegnung erschüttert sie zutiefst. Sie geht nach Hause und beginnt ihr Leben, ihr bisheriges Leben zu reflektieren. Und wir als LeserInnen erfahren nach und nach, was ist denn damals passiert, warum ist diese Freundschaft zerbrochen. Gleichzeitig bekommen wir Lesenden ein komplettes Frauenleben auf diesen 800 Seiten. Es ist ein Buch über Mütter, Mutterschaft, es ist ein Buch über die Liebe, über die Ehe, wie man es schafft, eine Ehe über so lange Jahre hinweg am Leben zu erhalten. Es ist ein Buch über die amerikanische Vorstadt und das ist so dieser John Irving-Effekt, man wächst so mit diesen Figuren. Und jetzt kommt der Part, wo ich geweint habe. Ich konnte es halt wirklich nicht aus der Hand legen. Und ich muss dazu sagen, es gibt ein wunderbares Hörbuch für dieses Buch von Andrea Sawatzki eingelesen. Und ich bin Hundeonkel, der Hund meiner Schwester übernachtet oft bei mir. Und der musste irgendwann, halt wie es mal so ist, raus. Und ich wollte das Buch nicht weglegen, habe mir also die Kopfhörer reingemacht, habe Andrea Sawatzki mir im Park vorlesen lassen. Und da kam eine so emotionale Stelle gegen Ende des Buches. Ich stand weinend mit dem Hundekot-Entsorgungsbeutel in der Hand, lief mir die Tränen im Wilhelm-Rautenstrauch-Park in Trier herunter. Aber ich habe nur gedacht, hoffentlich sieht mich niemand. Es hat mich so eiskalt erwischt, diese Stimme im Ohr und dann, was mit den Figuren zu dem Zeitpunkt passiert ist. Es ging einfach nicht mehr. Ich bin dann ganz schnell nach Hause gegangen und habe das so gelesen. Genauso wie es immer war, hieß es von Claire Lombardo, die hatten auch ein sehr schönes vorheriges Buch geschrieben, das erste, das mochte ich fast lieber als dieses, der größte Spaß, den wir hier hatten. Heißt das, wo es um drei Töchter geht, die deswegen keine Beziehung auf die Reihe bekommen, weil die ein unglaublich verliebtes, und zwar über lange Jahre verliebtes Elternpaar hatten, die eine so perfekte Beziehung führten, dass die Töchter eigentlich immer gescheitert sind. Hier geht es um eine Mutterschaft und das ist jetzt der etwas, ich gebe zu, es ist eine relativ plumpe Überleitung. Ich glaube, wenn du es nicht zum Thema machen würdest. In allen Möglichkeiten, doch, ich mache das immer zum Thema, weil ich mich zwingen will, mal irgendwann die Meisterin der eleganten Überleitung zu werden, aber ich bin auf dem Weg. Du hast von deiner Bullerbü-Kindheit geredet, von Eltern, die da an dich geglaubt haben. Deine Mutter war Schauspielerin, dein Vater war Gynäkologe im Haus. Was ich eine schöne Geschichte fand, wird doch wunderbar erzählt, wie das ist, wenn der Gynäkologenvater so hinterm Wohnzimmer arbeitet jeden Tag. Deine Eltern haben sehr viel Vertrauen gehabt, du hast noch fünf Geschwister, also große Familie, altes Pfarrhaus, kleines Dorf, Schwarzwald, viel Natur, Eltern mit einem Grundvertrauen. Und es klingt alles so schön, dass es fast kaum wahr ist und es war auch nicht ganz so wahr mit Bullerbü, deine Mutter hatte ein Alkoholproblem. Und da bist du, das habt ihr nicht gesagt, man redet über sowas nicht, aber du hast da irgendwann angefangen, drüber zu sprechen und drüber nachzudenken und das auch mit deinen Geschwistern zusammen zu verarbeiten. Das beschreibst du wunderbar in deinem Buch und es gibt doch, das fand ich auch ganz spannend, wie unterschiedlich ihr Geschwister mit dieser Geschichte umgeht, also mit dem wirklich zu frühen Tod der Mutter. Und trotzdem hat es jedes Geschwisterkind anders verarbeitet. Ihr seid heute eine unglaublich enge Familie. Ihr seht euch, das fand ich auch schön, hast du an einer Stelle geschrieben, ihr trefft euch auch, weil einer von den sechs einen neuen Sonnenschirm hat. Wir feiern dann alles. Wo genau. Andere Familien sagen, sie treffen sich so alle fünf Jahre mal zum Familienfest, treffen wir uns 5 bis 8 Mal im Jahr für ein großes Fest. Immer, weil wir das lieben. Ja, wir nutzen jede Gelegenheit, reicht ein neuer. Ich habe einen neuen Sonnenschirm. Ah, das muss man feiern. Okay, komm vorbei. Und dann. Und ihr wohnt ja nicht alle in einem Dorf, sondern ihr reist ja schon durch die Gegend. Von Köln über Bern, Südschwarzwald und so weiter. Ganz verteilt, ja. Mhm. Der Alkoholtod, der frühe Tod deiner Mutter hat dich zu einer Haltung gebracht, du bist Schirmherr der
ich weiß es nicht, heißt es einfach NACOA? Das ist eine Gesellschaft für, zum Schutz und zur Förderung von Kindern suchtbelasteter Eltern. Da habe ich mir mal eine Zahl rausgesucht. Es gibt rund 3 Millionen Menschen in Deutschland, die alkoholkrank sind. Im Schnitt, sagt man immer, gibt es 3 Co-Abhängigkeiten. Konkret sind es 6,6 Millionen Kinder bei einem Elternteil mit riskantem Alkoholkonsum und tatsächlich 4,2 Millionen Kinder bei einem Elternteil, der sich regelmäßig in den Rausch trinkt. Du hast es miterlebt, du hast selber 5 Kinder. Ist das eine Angst oder ist es ein anderer Umgang, wenn du aus einer Kindheit kommst, die ja trotzdem eine gute Kindheit war? Du warst bis auch heute noch mit deinem Vater, Enkel und so. Und ihr habt ja auch euch gehabt und deine Mutter war ja nicht nur eine alkoholkranke Frau, sondern hat ja natürlich auch ein Vorleben und ein anderes Leben gehabt und du hast sie sehr geliebt. Aber geht man nach einer solchen Kindheit anders mit Drogen um, mit Kindern um, mit Vorbildfunktionen um? Total. Total. Also das ist ein ganz klares Stigma, was man selber nicht haben will. Also ich habe sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken, zu konsumieren. War noch nie so betrunken, dass ich einen Filmriss gehabt hätte. Ich war schon betrunken, klar. Ich trinke auch gerne einen Schluck Alkohol. Das ist gar nicht so, dass ich das verteufle. Ich habe aber nie eine Zigarette im Mund genommen. Ich habe nie einen Joint geraucht. Ich habe nie Drogen genommen, weil ich immer Angst hatte davor, dass irgendwas in mir drin kaputt geht oder passiert, was mir die Kontrolle entreißt. Und ich reagiere auch auf Menschen, die alkoholisiert sind, sehr allergisch. Also ich merke, das macht mich innerlich, kann ich mich das wütend machen. Also es geht nicht darum, wenn Freunde jetzt zusammensitzen und einer ist betrunken, das ist völlig, wenn ich den Kontext sehe, warum Leute sich irgendwie mal abgeschossen haben oder so, ist das für mich kein Problem. Aber wenn nach einem Konzert jemand kommt und ich habe einen 7. Sinn entwickelt, also das ist ja auch ein Sinn, auf den man verzichten hätte wollen. Ich kann sofort sehen, wenn jemand nicht voll bei Sinnen ist. Das habe ich gelernt als Kind. Es ist der Blick, es ist der Glanz in den Augen, es ist die Artikulation. Und das heißt nicht, dass der Sturz betrunken sein muss, damit ich das sehe, sondern ich sehe es an allem. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute, die gerade nicht ganz so bei sich sind, weil sie was konsumiert haben, was auch immer, dass sie für mich wie so anfangen zu blinken. Mhm. Und dann gehe ich weg. Und das ist natürlich, macht das was mit einem. Und wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber auch da gehen wir alle als Geschwister auch damit anders um. Ich glaube, ich bin da sehr empfindlich, andere wahrscheinlich auch. Ja. Mhm. Du bist auch Botschafter vom Kinderwerk. Vom Deutschen Kinderverein. Kinderverein. Das ist ganz schön, weil ich vorher die SMS bekommen habe von einem ganz guten Freund, das ist nämlich der Gründer des Deutschen Kindervereins, der Rainer Rettinger, der heute im Publikum sitzt und mit mir ganz oft auf Tour geht. Schön, dass du da bist, Rainer. Der hat diesen Verein gegründet und die setzen sich auf höchster politischer Ebene dafür ein, dass Kinderrechte vertreten werden, weil... Es ist absurd, ne? Aber sowas wie der Tierschutz ist im Grundgesetz verankert. Die Kinderrechte sind das nicht. Mhm. Die fallen immer unter das Recht sozusagen, das Familienrecht, wo dann die Eltern halt auch mitgeschützt werden. Aber wenn der Missbrauch in der Familie, was allermeist der Fall ist, stattfindet, ist immer dieses ganze Konstrukt geschützt. Und das Kind als Individuum ganz selten. Und also selten so klar. Und da kämpfen die dafür. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Verein, den wir... bei vielen Konzerten, nicht also auf keinen Fall bei jedem, aber der Rainer kommt immer einmal kurz auf die Bühne, ich unterbreche das Konzert und sage, hey Leute, hier ist jemand, der ist sehr wichtig, der hat da was zu sagen und dann haut er 1 Minute Zahlen raus und dann stellt er sich ganz tapfer mit einer Kasse an den Ausgang und weil das alles spendenfinanziert ist und das ist natürlich auch sehr wichtig. Du hast selbst 5 Kinder. Du hast auch mal gesagt, das Vatersein hat dich verändert, also in deiner Vorbildfunktion. Ich glaube, es hat mich vor allem verändert. Die Geburt meines jüngsten Bruders hat mich eigentlich noch mal gedreht. Da war ich 11 und dann kam der Mertl auf die Welt. Und ich weiß noch, wie ich dachte, krass, wenn man einen eigenen Bruder schon so lieben kann, wie muss das erst mit eigenen Kindern sein? Hatte ich mit 11 den Plan, ich will einen eigenen Unimog, ein paar Motorsägen und Frühkinder haben. Viele Kinder haben. Und ich habe alles. Mehrere Motorsägen, ein Unimog und Kinder. Mehrere Kinder. Mehrere Kinder, mehrere Motorsägen auch. Mehrere Motorsägen. Die bleiben halt in der Familie auch so übrig als Erbe, ne, vom Opa und so, ja. Ich denke da manchmal, ich weiß gar nicht, ob ich bei dem, was ich weiß oder was ich auch in diesem Buch gelesen habe, Sie werden es auch tun, ob ich dich überhaupt mal auf diesem Schwarzwaldhof besuchen will. Unbedingt. Weil ich nicht so genau weiß, was da alles steht. ich habe gleich noch so ein bisschen Entweder-Oder-Fragen für dich.
die ich mir ausgedacht habe. Aber Florian hat ja noch so ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, aber wo ich den Autor fast so toll finde wie dich. Fast so toll, weil er kann nicht singen. Aber ansonsten finde ich ihn wirklich toll. Ich habe jetzt auch lustigerweise gerade sehr viele Parallelen von diesem Buch zu Max auch gefunden. Also auch, ich dachte, wir haben hier einen schreibenden Sänger heute Abend. Bringe ich also einen schreibenden Schauspieler mit. Und der hat auch ein ähnlich wichtiges Thema, was er in seinem Roman quasi verarbeitet oder uns mitteilen möchte. Und ich habe es die Tage schon im Fernsehen vorstellen dürfen, im ARD-Buffet. Und ich habe mich so reingesteigert, mir sind fast live im Fernsehen die Tränen gekommen. Der Moderator. Er ist nicht immer so weinerlich. Es ist wirklich bei bestimmten Büchern und bei bestimmten Büchern, wenn sie Musik. Mir am Herzen liegen und die Message so wichtig ist, wie bei dir jetzt die Kinder, denen geholfen werden muss. Also die Rede ist von Sabine Tambrea, den kennen Sie wahrscheinlich auch alle, toller Schauspieler. Alles seufzt. Ich durfte schon mit ihm zum Abendessen, also nur, um uns noch ein bisschen neidischer zu machen. Aber also ich möchte heute Abend gar nicht erzählen, was er für ein toller Kerl ist, was er für ein toller Schauspieler ist und was er mit Vaterländer steigt ein als seine Kindheitsgeschichte, wie er als Siebenjähriger Wildfang rumläuft. Das ist wie so ein Buch von Joachim Meyerhoff. Man lacht, man lernt seine Familie kennen und das ist alles toll. Aber dann geht er in der Zeit zurück und erzählt die Geschichte sowohl seiner Eltern als auch seiner Großeltern. Und die sind in einem autoritären Staat in Rumänien, mussten die leben unter Ceausescu. Und dieses Buch wird dann so wichtig einfach, finde ich, von der Botschaft her, dass ich mir wünsche, dass alle hier Anwesenden und alle sowieso es lesen. Er erzählt davon, was es bedeutet, in so einem faschistischen Regime zu leben, wie man sich als Mensch entscheiden muss, auf welche Seite gehe ich, also wie verhalte ich mich innerhalb dieses Regimes. Und dann erzählt er davon, was es bedeutet, wenn man flüchten muss, wenn man seine Heimat verlassen muss, wegen all diesen Schrecken, wie es ist, in einem neuen Land Fuß zu fassen und vor allen Dingen, was es bedeutet. Es ist erst sein Vater, der auf einer Konzertreise sich absetzt. Was es bedeutet, wenn der Vater in Deutschland sitzt und monatelang warten muss, dass seine Frau und die beiden Kinder hinterherkommen, das hat mich so bewegt und beschäftigt einfach in Zeiten wie diesen, wo so viel Schreckliches passiert und über so viele Dinge gesprochen wird, dass ich mir einfach nur wünsche, dass alle dieses empathische und augenöffnende menschliche Buch lesen und einfach Verständnis aufbringen können. Sich in anderen Menschen vielleicht reinversetzen und zu erahnen, was es bedeutet, wenn man flüchten muss und keine Heimat mehr hat. Ich kann verstehen, dass du da im Fernsehen. Ich kann über sowas auch im Moment ganz, ganz schwer sprechen. Entweder oder, früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Hörbuchsprecher oder lieber Karaoke? Boah, Hörbuchsprecher, aber da kam ich gerade erst rein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, du hast das Buch selbst eingelesen. Ja. Und ich habe schon das Lob deines Regisseurs gehört, dass du dich da gut angestellt hast. Was ich sagte, naja, der Mann ist ja auch so musikalisch, was kann der nicht? So. Ja, er war aber eine ganz große Stütze und eine ganz wichtige Hilfe auf jeden Dafür Fall, sind ja. die Regisseure da. Songtexte oder eigenes Buch? Das gehört zusammen, finde ich. Da stehen auch welche drin, einfach weil ich gemerkt habe, oh krass, ich habe zu allen Themen, die ich schreibe, immer wieder einen Song geschrieben in den letzten 20 Jahren. Und das ist dann ganz schön zu sehen, vielleicht im besten Fall für die Lesenden. Da gibt es einen Song und dann steht immer die Jahreszahl und das Album drunter oder den Titel. Und dann kann man das kurz mal checken und hören. Und ich habe es gemacht, das ist sehr schön. Man kann also wirklich beim Lesen dann gucken, welches Lied ist das und so. Es hat mir sehr gefallen, das macht Spaß. Schwarzwald oder Köln? Die Mischung macht's aber, wenn ich mich entscheiden muss, natürlich der Schwarzwald. Wein oder Bier? Das ist eine gute Frage. Das ist auch ganz voll entscheidend. Also als wir jetzt essen waren vor 2 Tagen, fand ich... Ich war nämlich mit ihm essen. Ja. Ne? Wir waren nämlich zusammen essen. Mhm. Wenn wir dann nachher essen gehen, diskutieren wir, wen ich lieber mag. Also, wir haben Wein getrunken. Ja, das war sehr gut. Aber, ja. Aber Wein oder Bier ist dann
Ich beides. Kann das nicht, das beides, ja. Ich mach's mal einfacher. Kölsch oder Bier? Kölsch ist Oberhausen kein, kann genau, man das fragen. Kölsch ist kein Bier, das ist richtig. Deswegen Bier. Flughäfen oder Bahnhöfe? Boah, auf gar keinen Fall Bahnhöfe und Flughäfen auch immer weniger. Kaugummibrücke oder gebratene fliegende Fische? Ah, die gebratenen fliegenden Fische. Das ist eine Sequenz in diesem wunderbaren Vorlesebuch, was er geschrieben hat, für seine Kinder und natürlich auch für alle anderen Kinder. Vorlesen oder selbst lesen? Ich liebe es, jemandem vorzulesen. Ich habe gestern Abend meiner Freundin von Hannes Ringelstädter wirklich Passagen vorgelesen. Das große Orchester auf der Bühne oder eine Kinderlesung? Ganz gemeine Frage. Ganz gemeine Frage. Das ist wirklich, also wenn Kinder, das ist ja das kritischste Publikum, die bohren nebenher in der Nase, während sie dich angucken oder so. Und wenn es es nicht mehr interessiert, dann machen sie einfach irgendwas am Stuhl oder so. Und das da dran zu halten, dass sie diese Stunde mit dir so da sitzen, wenn du das geschafft hast, dann ist das erfüllender als jedes Orchesterkonzert. Schwäbisch oder Kölsch? Meine Mutter war Schwäbin. Ich liebe meine schwäbische Verwandtschaft. Und jetzt habe ich eine kölsche Verwandtschaft dazu bekommen. Deswegen, du stellst ganz gemeine Fragen, wenn die das alle hören. Was es ist mein Job. Ja, also auch da ist es einfach diese Mischung. Übrigens, die Kölner und die Schwaben aus meiner jeweils Verwandtschaft, die verstehen sich sehr gut und lachen sich immer übereinander kaputt über deren witzige Dialekte. Und jeder glaubt, er spricht Hochdeutsch. Ne? Ja, und jeder glaubt, er spricht deutlicher. Genau. Ich habe eine Sache, weil die hat mir so gut gefallen in dem Buch. Beyoncés Mülleimer tauchen da auf. Max Mutzke war nämlich mit seinen Kindern in den Staaten. Ja. Und deine Tochter, ich weiß jetzt nicht, wie der Anteil, der Geschlechteranteil bei deinen Kindern ist. Verrat's dir hinter der Bühne. Hinter der Bühne, nee, aber eine der, ich glaube, Tochter ist ein großer Beyoncé-Fan. Ja, sind wir grundsätzlich alle, aber es gibt alle. Eine Tochter, die unglaublich Beyoncé liebt, über alles. Ja. Genau, und da hat er, was nur ein Max Mutzke-Vater machen kann, eine Geschichte hingezaubert. Ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen, aber ich glaube, für sie war es großes Glück. Du hast rausgefunden, wo sie wohnt und bist mit deinen Kindern dahin. Jetzt muss man, das klingt nach Stalker, ne? Das klingt sehr gefährlich. Aber er macht alles nur für die Kinder. Ich habe es für die Kinder gemacht. Ich habe einfach aus ein paar Berichten irgendwann tatsächlich rausgefunden, welches Haus das ist in Malibu. Und Malibu ist eine gegatete Community, man kommt nicht rein, aber ihr Haus ist nicht an einem Gate. Aber ihr Haus ist natürlich abgeschlossen. Es ging auch nicht darum, da zu klingeln oder vorbei. Aber ich bin einfach auf einem Parkplatz gefahren, gegenüber von ihrem Haus und meine Kinder wussten das nicht. Und dann habe ich gesagt, warum hältst du an? Und ich habe gesagt, schau mal bitte, diese ganzen Mülleimer, diese 20 Mülleimer sind die Mülleimer von Beyoncé. Und im Auto, was? Ich musste sie zurückhalten, dass sie nicht in die Mülleimer reinklettern. Und dann habe ich gesagt, keiner steigt aus, keiner macht ein Foto, wir fahren gleich weiter. Ich wollte nur sagen, da lebt sie. Und das war für meine Kinder lustigerweise ein totales Event. Also, ich fand das beim Lesen schon super. Ich hätte gerne Beyoncés Mülleimer gesehen. Ich würde noch so gerne von dir viel, viel wissen. Unsere Zeit ist nur leider rum. Schade, das geht so schnell. Wir finden das auch schade. Beim nächsten Buch, und ich glaube, dass du ein nächstes Buch schreibst, weil dieses jetzt erfolgreich wird und dann wollen die Leute auch lesen, was du sonst singst. Und du erlebst so viele Momente und du hast noch so viele Themen, weil du über so viele Dinge dir einen richtigen Kopf machst und nachdenkst und überhaupt nicht so bist, wie man sich einen Musiker vorstellt, der so in so einer Blase lebt und keine Ahnung hat, was im Leben eigentlich passiert. Ich danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank für diese tolle Einladung. Beim nächsten Buch werde ich dich wieder anrufen. Und ich werde dich dann auch anrufen. Ich werde es dir dann erstmal schicken, dass du es erstmal liest. Das ist mir egal, was drin steht. Hauptsache, du kommst wieder. Das ist alles schön. Vielen Dank. Und mein Florian Valerius, du literarischer Nerd, es ist schön, mit dir auf einem Sofa zu sitzen, anstatt immer nur an den Bildschirm und zu sehen. Ich finde, wir gewöhnen uns das jetzt an. Ja. Wir machen das jetzt öfter. Und ich finde das so schön mit Ihnen als Publikum. Ich danke Ihnen, dass wir hier sein durften. Und kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie stabil durch die Welt. Und seien Sie gut zu sich und zu den anderen. Unbedingt. In diesem Sinne, alles Liebe. Vielen Dank. Dora Held.